In der heutigen Zeit sind die QR-Codes ja sehr, sehr groß in Mode. Auch eine sehr, sehr schöne Sache. Wabi Profi 3 bietet Ihnen natürlich auch die Möglichkeit, einen QR-Code für einen Artikel zu hinterlegen, den Sie dann ausdrucken können, auf ein Etikett zum Beispiel. Wie das geht? Ganz einfach. Sie gehen in den Artikelstamm, wählen den Artikel an, den Sie haben wollen und gehen auf Ändern. Nun geben Sie die Informationen ein, die Sie haben wollen und sagen Code erstellen, speichern, fertig. Und nun können Sie diesen hinterlegten Code, der jetzt beim Artikel drin ist, auf einen Etikett, wenn Sie wollen, optional zum Ausdruck bringen. Ja, das war's schon. So einfach ist es.